Herzlich willkommen in der Welt von Vineo. Mein Name ist Patrick Ovenhausen, Anwendungstechniker bei der Firma Wittmöller. Wir wollen Ihnen heute mal zeigen, wie man ein Panel aus der Fläche austauscht bei unserer Designline Connect. Dafür brauchen wir folgende Werkzeuge. Wir brauchen erstmal selbstverständlich ein ganz normales Verlegemesser. Dazu noch eine Verlegehilfe, damit wir das Panel auch reingeregelt kriegen. Einen weißen Gummihammer und ganz wichtig, ein Filzstift, damit wir zeigen können, eben wo die Schnitte sind und damit wir auch nicht irgendwo wild drin rumschneiden. So, wir sehen jetzt hier unser beschädigtes Panel, das so nicht mehr reparabel ist. Und wenn es nicht möglich ist, die Fläche zurückzubauen, muss es eben sein, dass wir ein Panel aus der Fläche rausnehmen. Dazu machen wir folgende Schnitte. Ich zeichne die mal eben auf. Wir brauchen dieses Dreieck. Dieses Dreieck nehmen wir raus. Und dies. Das sind die Schnitte, die wir jetzt machen werden, um das Panel rauszunehmen. Jetzt haben wir das Panel komplett herausgelöst. Wichtig ist, dass wir beim Heraustrennen darauf achten, dass wir die anliegenden Paneele, die Verriegelungen bzw. die Paneele an sich nicht beschädigen. Für den nächsten Schritt müssen wir von jeder Nutseite ca. 1 cm beschneiden, damit wir das Einlegepanel auch eingeriegelt bekommen. Das sind die einzigen drei Schnitte, die wir machen, um das Einsatzpanel einregeln zu können. An dem Einsatzpanel an sich machen wir nichts. Kleiner Tipp noch am Rande. Nehmen Sie ein Panel, was in der Fläche lag, am besten vom Rand ein Panel aufnehmen, weil das auch schon den Reinigungs- und Pflegefilm mitbekommen hat, um nicht Glanzgradunterschiede innerhalb der Fläche ranzubekommen. Da wir es bei unserer Designline Connect mit einem elastischen Material zu tun haben, können wir es leicht verformen, um es in die Fläche zu integrieren. Wir haben die Fliese nun an der Längs- und Innenseite durch Verformen in die Verriegelung eingeriegelt, um es an den Kopfseiten auch einriegeln zu können, nehmen wir als Hilfe unseren Köcher vom Messer und unsere Verlegehilfe und den weißen Gummihammer und führen es mit leichten Schlägen unter die Push-Down-Verriegelung. Nachdem wir die Fliese unter die Push-Down-Verriegelung geschoben haben, können wir an den Kopfseiten wie üblich mit dem weißen Gummihammer verriegeln. Und schon haben wir unser Panel ausgetauscht bzw. ein neues Panel eingesetzt. Dadurch, dass wir das Panel leicht verformt haben, haben wir eine leichte Hohllage der Fliese. Hier empfehlen wir jetzt, das Material mindestens 12 Stunden zu beschweren, dass es sich eben wieder passig hinlegt und dann damit diese Hohllage beseitigt wird. Jetzt haben wir relativ schnell und einfach ein Panel aus der Fläche ausgetauscht.
Wichtig ist, ein Verkleben der einzelnen Paneelen untereinander sollte grundsätzlich vermieden werden, weil es sich hier um eine schwimmende Verlegung handelt. Und wenn das Panel daneben irgendwann beschädigt wird, wird es schwer, dieses wieder herauszulösen. Für ein Gelingen dieser Vorgehensweise kann seitens Vineo keine Gewährleistung übernommen werden. Wir empfehlen Ihnen, genug Eigenversuche durchzuführen und hoffen, Sie bald wieder begrüßen zu können.